Als zweiten Belastungsfall für die M1-Schaltung möchte ich nun den Fall der kapazitiven Leitung betrachten. Das heißt, ich habe hier dargestellt die M1-Schaltung mit einer Last bestehend aus dem Widerstand und einem Kondensator. Das Problem bei der bisher betrachteten M1-Schaltung mit ohmscher Last ist nämlich, dass wir einen stark pulsierenden Spannungsverlauf an der Last kriegen. Das heißt, für eine Netzhalbwelle ist die Spannung 0, für die andere Netzhalbwelle gleich sinusförmigen Eingangsspannung und entsprechend haben wir eine große Welligkeit. Um das zu verhindern, nutzt man häufig einen Kondensator zur Glättung. Dabei verletzt man hier allerdings eins der Grundprinzipien der Leistungselektronik, weil wir sozusagen Spannungsquellen parallel schalten. Das heißt, wir haben hier am Eingang die sinusförmige Spannungsquelle wie vorher, haben hier einen Kondensator und der Kondensator wirkt aber auch wie kurze Zeiten für eine Spannungsquelle, weil er ein Energiespeicher ist, der die Spannung konstant hält. Da wird es dann dazu kommen, dass sehr große Ausgleichsströme fließen. Deswegen werden wir feststellen nachher, dass hier vergleichsweise große Impulsströme fließen und auch der Leistungsfaktor hier reduziert ist in der Praxis. Wie analysieren wir jetzt die Schaltung? Tatsächlich, wenn wir uns anschauen, die Ströme durch die Diode, die Spannung an der Last, das heißt die Kondensatorspannung hier, und die Spannung an dem Widerstand gleichzeitig und den Strom durch den Kondensator sowie den Strom durch die Last, wie hier eingezeichnet. Tatsächlich wird natürlich der Strom durch die Last leicht sein vom Verlauf nur skaliert mit dem Widerstandswert wie die Ausgangsspannung. Die Schaltung wird auch hier wiederum zwei Schaltzustände haben. Das heißt, wenn wir den Zustand haben, dass die Diode eingeschaltet ist und wir werden den Zustand haben, dass die Diode ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn die Diode eingeschaltet ist, wird wieder die Eingangsspannungsquelle an die Last gelegt, die nun besteht aus der Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand. Das heißt, wir werden hier eine Spannung haben, UA, die gleich der Spannung UQ ist. In diesem Fall kann man auch sagen, wir haben sozusagen ein Aufladen des Kondensators. Und wenn die Diode ausgeschaltet ist, trennt sie die Netzspannung von unserer Lastschaltung. Das heißt, in diesem Fall werden wir nur die Parallelschaltung aus Kondensator und Last haben. Und in diesem Fall entlädt sich der Kondensator über den Lastwiderstand. Das heißt, tatsächlich wird jetzt hier ein Strom in dieser Richtung rausfließen, beziehungsweise mit den Strombezugsfallen hier nach unten wird der Momentanwert des Stromes hier negativ sein, weil der Laststrom vorgegeben durch die positive Spannung hier positiv ist. Das heißt, wir werden hier einen Entladevorgang haben, das heißt, den Kondensator entladen letztlich. Das heißt, in dem linken Zustand sehen wir, wird ein Strom fließen durch die Diode, der Ladestrom, der in den Kondensator reinfließt und die Last versorgt. Und im rechten Zustand hingegen werden wir eine Sperrspannung an der Diode kriegen. Das heißt, tatsächlich wird hier eine negative Spannung UD abfallen, die wir uns dann auch anschauen werden. Jetzt ist die Frage, wie kommen jetzt in diese beiden Schaltzustände? Bei Diodenschaltung haben wir, wie zu Beginn schon gesagt, bei der M1-Schaltung im Prinzip den Fall, dass die Schaltung und die Spannung in der Schaltung bestimmen, in welchem Schaltzustand wir sind. Das heißt, es wird diese beiden Zustände geben, abhängig von der Spannung. Und dann liegt das daran, wie groß jetzt zum Beispiel die Spannung an der Diode ist. Das heißt, hier die Spannung UD. Und die Einzeichnung ergibt sich immer aus der Maschenregel, aus der Differenz UQ minus UA. Sprich, wir können sagen, die Diode wird dann einschalten, wenn UQ größer oder gleich der Ausgangsspannung UA ist. Das heißt, im Normalfall die Spannung UQ, während die aufzeichnet, wird so einen sinusförmigen Verlauf haben über der Frequenz. Das heißt, hier mal so anderthalb Netzhalbwellen dargestellt. Das wird die Spannung UQ sein oder UE. Und da diese zunimmt, wird dann im Bereich um das Maximum, das positive Maximum rum hier irgendwo der Fall sein, wo wir eine Flusspolung an der Diode kriegen und dann in den Zustand D eingehen. Jetzt sagen wir, das wäre Zeitpunkt Alpha 1, weil wir hier die Omega-T-Achse wählen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Spannung an der Diode 0, sodass sie in Flussrichtung gepolt ist. Und dann wird für eine gewisse Zeitdauer hier die Kondensatorspannung, damit die Ausgangsspannung, gleich der Quellspannung sein. Das heißt, da ist die Diode eingeschaltet. Bis hier im Bereich um das Maximum tatsächlich wird etwas nach dem Maximalwert der
Netzspannung, das heißt, wenn wir hier sagen, das ist der Maximalwert UM der Netzspannung, wird die Diode ausschalten. Exakt muss man das jetzt ausrechnen, wenn man in diesem Einschaltzustand ist. Wenn man die Knotenregel hier oben betrachtet, dass ID IC plus IR ist, wenn also der Term IC plus IR einen Wert erreicht, der 0 bzw. kleiner als 0 wird, dann wird hier die Diode letztendlich ausschalten. Wir werden übergehen in den Zustand D aus, das ist dann dieser zweite Zustand, wo dann hier jetzt für den Rest der Periode der Kondensator langsam entladen wird über die Last. Das heißt, hier hätten wir so eine E-Funktion, die Kondensatorspannung nimmt dann ab, bis wir sozusagen zu dem Zeitpunkt Alpha 1 plus 2 Pi nach Ablauf einer Periode wieder die Bedingung haben, dass der Momentanwert der Netzspannung größer wird als der Wert der Spannung am Kondensator. Dann lädt sich der Kondensator wieder auf, entlädt sich wieder, und das ist sozusagen dann der Verlauf, den wir hier kriegen werden für die Ausgangsspannung UA. Das heißt, hier abschnittsweise ein Teil, dass wir proportional zur Netzspannung sind, und einen Teil, wo wir hier eigentlich so eine E-Funktion kriegen, E hoch minus T durch RC mit der Zeitkonstante, die sich aus diesen Elementen R und C ergibt, der Kondensator dann letztlich entladen wird. Das heißt, wir können sagen, tatsächlich hier zwischen Alpha 1 und Alpha 2, dort haben wir, wenn wir so wollen, den Schaltzustand 1, Diode, eingeschaltet, und zwischen Alpha 2 und Alpha 1 plus 2 Pi haben wir hier den Zustand 2, wo die Diode ausgeschaltet ist. Das sind also jetzt zunächst mal die Verläufe der Spannung an der Last und der Netzspannung. Jetzt wollen wir hier uns auch nochmal betrachten, den Strom durch die Diode und den Strom an der Last, beziehungsweise dann auch abgeleitet daraus den Strom am Kondensator. Wenn wir das jetzt hier betrachten, durch die Diode kann nur ein Strom fließen, wenn wir in diesem Zustand 1 sind. Tatsächlich in diesem Zustand wird im Wesentlichen hier die Spannung UQ an dem Kondensator abfallen, das heißt, am Kondensator gilt für den Strom hier IC ist gleich C mal DUQ nach DT, das wird so ein kosinusförmiger Anteil sein, und dem überlagert wird sich noch addieren an dieser Stelle der Strom durch den Lastwiderstand. Den Strom durch den Lastwiderstand können wir leicht konstruieren, der ist nämlich proportional zu der Spannung, das heißt, wir werden hier so eine leichte Abnahme kriegen, dann hier eine Zunahme, ein bisschen so, und dann wieder hier mit dieser E-Funktion langsam abnehmen, bis dann wieder die Zunahme kommt. Das wäre also der Strom IR, den wir dort haben. Das heißt, wir sehen schon hier, das ist ein ungefähr konstanter Stromverlauf. Der Strom durch die Diode wird wie folgt aussehen, jetzt ohne Herleitung, so eine Addition, also einen kosinusförmigen Anteil plus diesem Widerstandsanteil, so ein bisschen so impulsförmig, das heißt ein starker Peak am Anfang und dann zurückgehend auf 0. Es fließt bloß ein Strom, solange wie die Diode leitend ist. In sehr kurzen Zeitdauer hier des Gesamtintervalls, wenn dieser Stromfluss dauert, es fließt also sozusagen dann noch im Netz ein impulsförmiger Strom. Wenn wir jetzt den Kondensatorstrom konstruieren wollten, müssen wir jetzt so vorgehen, tatsächlich den Kondensatorstrom können wir eigentlich einfacher konstruieren als den Diodenstrom. Im Einschaltzustand ist der Kondensatorstrom gegeben durch die Ableitung der Spannung, der Eingangsspannung multipliziert mit dem Kapazitätswert. Und während der Ausschaltphase sehen wir hier, wenn die Diode aus ist, muss IC gleich minus IR sein. Wollen wir also den auch kurz konstruieren, zumindest anschaulich. Während der Ausschaltphase ist das minus dieser Strom, nimmt also langsam ab. Während der Einschaltphase hingegen kriegen wir so einen kosinusförmigen Anteil tatsächlich, also den Verlauf hier von ID versetzt um die Spannung minus IR, weil jetzt hier IC gleich ID minus IR ist, sozusagen nach unten versetzt mit demselben Verlauf, so dass schlussendlich hier der Strom im Kondensator effektiv einen Mittelwert von 0 haben wird. Und das wäre jetzt hier sozusagen der Kondensatorstromverlauf. Jetzt wollen wir uns nochmal als letztes die Spannung anschauen an der Diode, weil tatsächlich neben den Strömen und dem Verlauf der Lastspannung interessiert ja auch die maximale Sperrspannung an der Diode. Wie sieht die jetzt aus? Dort haben wir jetzt den Fall, wenn die Diode leitet,
dann werden wir natürlich hier einen Spannungsabfall von 0 Volt kriegen. Das heißt, hier in diesem Intervall zwischen Alpha 1 und Alpha 2 wird tatsächlich die Diodenspannung 0 sein. Wenn jetzt aber hier die Diode aus ist im Schaltzustand 2, müssen wir eigentlich hier die Maschenregel auswerten. Das heißt, wir haben dann hier die Spannung UD als UQ minus UA. Das heißt, ich muss von der sinusförmigen Spannung die Spannung UA abziehen. Das heißt, in diesem Zeitpunkt wird es stetig verlaufen. Wir kriegen an der Stelle zunächst weiterhin die Spannung nahe 0 und dann wird das hier, weil jetzt hier UQ kleiner wird, irgendwann negativ wird, diese Spannung immer größer werden und wir kriegen dann hier im Bereich des negativen Scheitelwertes der Eingangsspannung, kriegen wir dann hier den Maximalwert dieser Spannung und das geht dann wieder auf 0 zurück, bis das einschaltet. Das heißt, tatsächlich wird hier die Diode ganz grob belastet mit einem Spitzenwert der Spannung von minus 2 mal UM, wenn UM der Spitzenwert der Eingangsspannung ist, weil tatsächlich zu diesem Zeitpunkt wir diese Differenz hier als die maximale Sperrspannung an der Diode kriegen. Ja, die Differenz, Diodenspannung ist die Differenz, zumindest betragsmäßig, der Abstand zwischen diesen beiden Kurven hier oben drin. Und das ist im Worst Case, wenn wir hier den negativen Scheitel haben, minus UM und dann hier die Spannung nur knapp unter dem Wert UM ist, minus UM, minus UM, also ungefähr minus 2 UM und dann ein vergleichsweise großer Wert. Das heißt, hier bei 230 Volt effektiv Netzspannung haben wir einen Scheitelwert ungefähr 325 Volt, kriegen wir hier 650 Volt als Sperrspannung an der Diode. Und das wäre jetzt sozusagen die Schaltung mit kapazitiver Glättung. Das heißt tatsächlich, der Kondensator hier sorgt für eine, wie man sagt, Spannungsglättung. Das heißt eine bessere konstante Ausgangsspannung, die wir hier haben werden. Aber wir haben, wie man sagt, einen hohen Impulsstrom, der durch die Diode fließt und werden einen vergleichsweise schlechten Leistungsfaktor deswegen haben bei dieser Schaltung. Und ein Problem ist, wir haben auch noch zusätzlich eine hohe Sperrspannung an der Diode. Das heißt, tatsächlich sagt man hier so auch so ein bisschen, die Diode wird vergleichsweise schlecht ausgenutzt, weil wir eine sehr große Sperrspannung und sehr große Spitzenwertbelastung vom Strom haben, bezogen auf die erreichbare Ausgangsleistung.